Nach einer alten Legende soll alle 3000 Jahre der Shōjin erscheinen, um die drei Welten zu vereinen. Schaff ihn hier weg! Dieses Monster hat in unserem Reich nichts zu suchen! Aber Choro, so hört doch! Warten! Ich bin auf der Suche nach etwas Wichtigem. Und dazu benötige ich deine Energie. Nein, eher deinen Körper. Wonach genau suchen Sie denn? Ah, was tun Sie denn da? Na, sieh mal einer an. Kannst du etwa hinter den Vorhang sehen? Sui Kakuchu, warum liegt dir eigentlich so viel daran, den Chōjin zu vernichten? Weil ich möchte, dass die drei Welten genau so bleiben, wie sie sind. Ich darf nicht zulassen, dass der Chōjin sie zerstören wird. Doch um die drei Welten vereinen zu können, müssen sie erst vernichtet werden. Die Menschheit muss erkennen, dass sie nicht die Krone der Schöpfung ist. Amano, aus der Welt der Menschenbiester, will der Geburt des Shōjin beiwohnen, durchstreift schon seit über 300 Jahren die Welt der Menschen auf der Suche nach ihm. Was soll der Shōjin sein? Der Gott aller Götter? Er ist ein Feind! Ich bin ein Monster. In dem Schuljung Tatsumo Nagumo glaubt er, die Reinkarnation des Shōjin gefunden zu haben. Aber auch die Dämonen haben ein Auge auf den Overfiend geworfen. Der Untergang der Menschheit scheint besiegelt. Eine Schlacht von epischem Ausmaß nimmt ihren Lauf. Was sagt ihr? Wahnsinns-Show, oder?